Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, jedes Mal, wenn ihr aufs Klo geht und Stuhlgang habt, presst ihr natürlich und damit übt ihr Druck auf dieses Venengeflecht aus. Das heißt, irgendwann im Laufe des Lebens haben alle Menschen Hämorrhoiden. Ja, hallo ihr Lieben, es ist wieder Dienstag und somit Zeit für ein neues Video. Also herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem Thema, worüber die meisten nichts hören möchten und schon gar nicht drüber sprechen. Das ist mehr so die Kategorie, ich frage für einen Freund. Euer Community-Wunsch, Hämorrhoiden. Ja, jetzt denkt der ein oder andere sich, Hämorrhoiden ist irgendwie ein bisschen ekelig und traue ich mich nicht so drüber zu reden. Aber von mir bekommt ihr jetzt die besten Tipps zur Vorbeugung und ein paar Hausmittelchen. Und vor allen Dingen erstmal die Erklärung, was ist das überhaupt? Das ist überhaupt kein Grund, sich zu schämen oder sich zu ekeln. Und ihr könnt selber tatsächlich bis zum gewissen Grad ganz einfach eure Beschwerden verringern. Aber bevor wir ins Video starten, es bleibt natürlich immer spannend, an dieser Stelle nochmal Danke an den VRK, der mich wie immer bei meinen Videos unterstützt. Kommen wir zum Thema, was sind Hämorrhoiden? Vor allen Dingen müsst ihr euch mal überlegen, wie man das schreibt. Das gibt nämlich bei Scrabble richtig viele Punkte und die meisten können es gar nicht richtig schreiben. Also Hämorrhoiden sind kleine Gefäßpolster, die normalerweise gut durchblutet sind. Und das sind Venengeflechte, also das sind Venen und die sitzen am Ausgang des Enddarms. Der ist nämlich sehr, sehr gut durchblutet und da fließt das Blut dann wieder zurück. Und die sitzen oberhalb des Afters und sind also gemeinsam mit dem Schließmuskel, den sie versorgen, auch dafür da, dass die Darmentleerung vernünftig funktioniert. Und bei manchen Menschen können sich diese vergrößern, also wirklich, dass die Venen sich vergrößern und verursachen dann auch Beschwerden, wenn eben das Blut zurückstaut. Und diese Beschwerden sind nicht sehr angenehm. Bei uns Medizinern heißt es dann erstmal Hämorrhoidalleiden. Also die Menschen leiden an Hämorrhoiden, ganz einfach. Und dabei lässt sich dann dieses sogenannte Hämorrhoidalleiden in sogenannte Schweregrade aufteilen. Es gibt 4 Stück. Beim ersten Schweregrad, da muss man ehrlicherweise sagen, das haben wahrscheinlich alle Menschen, sind die Hämorrhoiden nur leicht vergrößert und von außen nicht sichtbar. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, jedes Mal, wenn ihr aufs Klo geht und Stuhlgang habt, presst ihr natürlich und damit übt ihr Druck auf dieses Venengeflecht aus. Das heißt, irgendwann im Laufe des Lebens haben alle Menschen Hämorrhoiden. In Schweregrad 2, da sind die Hämorrhoiden schon etwas stärker vergrößert. Also die Venen sind größer und können auch schon aus dem After austreten. Beispielsweise beim Pressen, beim Stuhlgang oder bei körperlichen Aktivitäten, schweren Heben oder ähnlichem. Die ziehen sich aber auch selbst wieder zurück. In dem Stadium könnte man diese Hämorrhoiden auch schon tasten. Ja, bei Grad 3 kommen die Hämorrhoiden auch richtig raus, ne, aus dem After, wenn man dann auf Toilette geht oder wenn man körperliche Aktivitäten macht. Aber dieses Mal bleiben sie da und kommen selbst nicht wieder zurück. Man kann sie selbstständig wieder zurück in den After schieben, das geht. Sie werden aber immer wieder vortreten. Naja, und beim 4. Grad hängen die Gefäßpolster dann die Hämorrhoiden durchgehend aus dem After heraus. Fühlt sich nicht gut an, sieht auch nicht schön aus und lassen sich auch nicht mehr zurückschieben. Und ganz häufig passiert es dann auch, dass die Analschleimhaut, also das, was normalerweise innen ist, zusätzlich mit austritt. Das würden wir Mediziner dann tatsächlich als sogenannten Analprolaps bezeichnen. Das war was anderes, nicht Bestandteil dieses Videos. Aber mir ist nur wichtig, darauf einmal hinzuweisen. Ja, und welche Ursachen sind das eigentlich? Also Hämorrhoiden entstehen, habe ich ja schon gesagt vorher, wenn Druck auf den Enddarm kommt und vor allen Dingen auch eine längere Zeit erhöht ist. Und ein dauerhafter Druck, also der nicht nur bei Toilettengang oder schwerem Heben stattfindet, sondern wirklich dauerhaft ist, beispielsweise wenn man sehr stark übergewichtig ist oder permanent unter chronischen Verstopfungen leidet. Und neben diesen beiden Ursachen, die natürlich die Hämorrhoidalbildung begünstigen, gehören beispielsweise auch noch Schwangerschaften. Könnt ihr euch vorstellen, Kind im Bauch, dauerhaft erhöhter Druck und natürlich die Geburt dazu. Denn durch das massive Pressen unter der Geburt findet eben auch ein erhöhter Druck auf den Analkanal statt. Auch der häufige Durchfall oder das Heben von schweren Gegenständen, hatte ich schon gesagt, gehören zu den Ursachen. Ja, und oft machten sich diese vergrößerten Gefäßpolster dann bemerkbar durch Juckreiz. Es juckt also, brennt, nässt vielleicht oder blutet. An dieser Stelle sei auf jeden Fall gesagt, dass gerade Schwangere oder Frauen, die eben schon ein Kind geboren haben, typischerweise Hämorrhoiden haben oder die meisten, das ist tatsächlich ganz normal. Ich kann an dieser Stelle aus dem Nähkästchen plaudern und möchte euch Mut machen, denn jeder hat in seinem Leben wahrscheinlich Hämorrhoiden, weil wir haben ja alle dieses Venengeflecht am After. Ich selber bin sogar schon mal 2-mal daran operiert worden. Das ist relativ schmerzhaft, die OP selber, aber danach ist es auf jeden Fall gut und es verheilt relativ schnell. Ich habe natürlich wie immer eine positive Nachricht, das Ganze lässt sich gut behandeln. Und wie? Ja,
Erstens, ganz, ganz wichtig, bitte, bitte schämt euch nicht davor, mit euren Symptomen zum Arzt zu gehen. Also wir können euch nur helfen, wenn ihr kommt, und lasst das Ganze abklären oder untersuchen. Also wir Ärzte, wir haben ja schon viel Schlimmeres gesehen, und das ist tatsächlich ein Erkrankungsbild, das gehört einfach dazu. Das kenne ich sogar aus der Notaufnahme. Und bei Hämorrhoiden ist es tatsächlich so, dass je früher ihr mit der Behandlung startet, ihr immer ein besseres Outcome habt. Also man kann sie viel, viel besser behandeln und man kann auch oft eine Operation vermeiden. Denn wenn ihr gar nichts tut, dann werden die Symptome immer schlimmer und diese Gefäßpolster, die schrumpfen ja nicht einfach wieder von allein auf die ganz normale Größe zurück, sondern kann sich beispielsweise sogar eine Thrombose bilden und das wird richtig schmerzhaft, man kann nicht mehr sitzen und das muss auf jeden Fall operiert werden. Durch ganz einfache Maßnahmen kann man aber das schon verhindern, dass das Ganze sich ausbreitet und vor allen Dingen schwerer wiegt. Die Behandlung passt sich natürlich dem Schweregrad an, also bei Grad 1 und 2, da wird häufig ein Mittel gespritzt, das die Durchblutung dieser Gefäßpolster stillen soll. Man kann das auch mit Cremes versuchen und das Ganze nennt man dann, wenn man das Mittel spritzt, Verödung. Ja? Wenn ich das mit einer Creme versuche oder mit einem Zäpfchen, dann ist es meist, um die Symptome zu behandeln, wie den Juckreiz zu stillen oder beispielsweise diese wunden Hautstellen zu lindern. Ja, und wenn die Beschwerden schon etwas stärker sind, dann muss tatsächlich oft operativ eingegriffen werden. Das Ganze ist ja sehr schmerzhaft, deswegen erfolgt das meistens in Vollnarkose und dann werden diese Hämorrhoiden entfernt. Es gibt aber auch Haushaltsmittel und ich habe ein paar Tipps zur Vorbeugung, was ihr schon zu Hause gegen Hämorrhoiden tun könnt. Also man kann beispielsweise ein einfaches Sitzbad machen mit klarem Wasser oder Meersalz oder Zusätzen wie zum Beispiel Arnika und Kamille oder Teebaumöl oder manche empfehlen auch Eichenrinde. Ja, und das Ganze wirkt eben entspannend und lindernd und kann manchmal schon Wunder wirken. Und man hält alles auch hygienisch, denn eigentlich ist tatsächlich nach jedem Toilettengang das Reinigen mit Wasser sogar empfohlen. Und das ist bei Hämorrhoiden sowieso sehr, sehr wichtig. Reinigt die Haut um den After herum sehr gut und haltet alles sauber, denn sonst können natürlich durch irgendwelche Überreste von Stuhlgang oder Schleim zusätzliche Beschwerden auftreten, sich das Ganze entzünden. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Was auch helfen kann, sind tatsächlich Flohsamen. Damit wollen wir Verstopfung vorbeugen. Dabei müsst ihr aber darauf achten, dass ihr diese mit genug Flüssigkeit annehmt, denn Flohsamen regen die Darmtätigkeit an und weichen den Stuhl etwas auf, damit man nicht mehr so sehr pressen muss und die Hämorrhoiden entlastet werden. Ja, und wie kann ich jetzt dem Ganzen vorbeugen? Ich kann ja nicht mehr nicht auf Toilette gehen oder auch nicht mehr schwer heben. Klar, ich habe schon mal gesagt, auf jeden Fall Übergewicht ist mit eine Ursache, also versucht auf jeden Fall euer Gewicht möglichst im Idealbereich zu halten. An der Stelle sei mir erwähnt, das empfehle ich ja sowieso, das hat jetzt nicht nur was mit Hämorrhoiden zu tun, da beugt ihr auch direkt Bluthochdruck, Diabetes und allem anderen vor. Ja, jetzt kommt wieder die Empfehlung eines Arztes, natürlich wissen wir alle, esst ballaststoffreiche Lebensmittel, ja, wie Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchte und vor allen Dingen Obst, wenig Zucker, wenig Weißmehl und ganz wichtig, immer, immer genug trinken. Und der letzte Tipp, den ich euch mitgeben kann, schiebt euren Toilettengang nicht auf, also nicht einhalten. Wenn ihr müsst, dann müsst ihr und das ist ein ganz normales Bedürfnis, dann geht bitte auch. So vermeidet ihr nicht nur Verstopfung, sondern vor allen Dingen auch dauerhaften Druck auf den Enddarm und das wiederum löst der Hämorrhoiden aus. Ja, ein Thema, was vielleicht nicht gern an Küchentischen oder Ähnlichem diskutiert wird, aber ich sag euch, wenn ihr im Freundes- und Bekanntenkreis mal offen und ehrlich drüber sprecht, sagen mindestens, ich schätze jetzt mal, 80% aller Menschen, dass sie Hämorrhoiden haben oder hatten, vielleicht sogar schon mal operiert worden sind. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass euch das Thema gefallen hat. Es war, wie gesagt, euer Community-Wunsch und dass ich euch was beibringen konnte über Hämorrhoiden und vor allen Dingen ganz wichtig, darüber zu sprechen und bei Symptomen den Arzt aufzusuchen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Auf jeden Fall den Kanal abonnieren, dranbleiben und an dieser Stelle nochmal Danke an den VRK.